CSU-Fraktion ist die Kollegin Cemil Yusuf die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da jetzt viel gesagt worden ist, was, ich will nicht sagen, am Thema vorbeigeht, aber was ein wenig den Blick vom Bildungsbericht weggeschoben hat, möchte ich gerne noch mal auf den Kern der heutigen Debatte zurückkommen und die Reden von meinen Kolleginnen aus der Opposition, wo sie viele Dinge kritisiert haben, die in Länderzuständigkeiten sind, kann man ja auch so deuten, dass der Bund eben seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja? Dass wir hier einen guten Bericht vorliegen haben. Und deshalb erlauben Sie mir noch mal kurz, die guten Ergebnisse und Fakten zusammenzufassen. Die Ausgaben für Bildung und Forschung und Wissenschaft sind im Jahr 2013 auf 257,4 Milliarden Euro und nach vorläufigen Berechnungen auf 265,5 Milliarden Euro im Jahr 2014 gestiegen. Das sind jeweils 9,1% des Bruttoinlandsproduktes. Das Ergebnis: Der Bildungsstand der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Bei den Abschlussquoten an Schulen bleibt der Trend zu höheren Schulabschlüssen ungebrochen. Im Jahr 2014 erhielten 41% an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen die allgemeine Hochschulreife. 206 waren es noch 29,6% der gleichaltrigen Bevölkerung. Also der Anteil der Schülerinnen bzw. Schüler ohne Hauptschulabschluss hat sich von 8% in 2006 auf 5,8% in 2014 reduziert. Wir sind linker schwarzer Malerei zum Trotz auf einem sehr guten Weg, nicht zuletzt dank der guten Arbeit unserer Ministerin und ihres Hauses. Die Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg von Menschen mit Migrationshintergrund haben sich verbessert. Mehr unter Dreijährige mit Einwanderungsgeschichte besuchen Betreuungsangebote. Das ist eine Verdopplung seit 2009 auf 22%. Ja, weil wir eben Dinge, die Ländersache sind, auch mit unterstützen. Ja, also ja, es ist nur die Frage, warum Sie die positiven Ergebnisse auf, von Bundesebene nicht genau, warum Sie die nicht widerspiegeln. Im Kindergartenalter liegt die Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund 2015 sogar bei 90%. Darüber hinaus haben sich sowohl im Grundschul- als auch im Sekundarbereich die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte verbessert. Die Rede unserer Ministerin hat gerade auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass sich das integrationspolitische Schlüsselministerium dieser Aufgabe nicht nur im aktuellen Kontext stellt. Bereits seit vielen Jahren setzt die unionsgeführte Bundesregierung bei der Integration auf den Bildungsbereich. Für uns ist kulturelle Vielfalt eine Bereicherung. Das müssen wir uns von Ihnen, von den Linken, bestimmt nicht erklären lassen. Dennoch dürfen wir uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Da sind wir uns auch alle einig. Denn dieser Bericht zeigt eben auch, dass immer noch ein Zusammenhang von sozioökonomischem Status und schulischer Bildung besteht. Und da bin ich nicht Ihrer Meinung, Herr Kollege Heil. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man sagt, ein Kind aus einem Akademikerhaushalt oder mit ausländischen Wurzeln ist benachteiligt. Wir haben immer noch die Zahlen, dass ausländische Kinder dem Bericht zufolge mehr als doppelt so häufig die Schule ohne Hauptschulabschluss und erreichen dreimal seltener die Hochschulreife. Bei den 3- bis 5-Jährigen haben insbesondere Kinder aus Elternhäusern mit niedrigem Schulabschluss sowie mit nicht deutscher Muttersprache Sprachförderbedarf. Der Anteil liegt bei jeweils 39%. Auch in der Berufsausbildung ist die Abbruchquote 50% größer als die der Deutschen. Bei der dualen Ausbildung liegt der Anteil der Lehrlinge mit Migrationshintergrund mittlerweile bei 24%. Hier gibt es laut dem Bericht aber stark regionale Unterschiede. Ministerin Wanka ist darauf eingegangen. Durch die starke Zuwanderung im vergangenen Jahr steht das deutsche Bildungssystem nach Ansicht der Forscher natürlich vor zusätzlichen Herausforderungen. Für die Integration der im Jahr 2015 Zugewanderten fallen der Studie zufolge jährlich zusätzliche Kosten von 2,2 bis 3 Milliarden Euro an. Aber diese Ausgaben lohnen sich natürlich. Und wenn auch nicht kurzfristig, auch das zeigt sich immer wieder in der Bildungspolitik, müssen wir langfristig investieren. Und wir werden, auch das sagen die Forscher, auch wenn es da unterschiedliche Einschätzungen gibt, auch bei denjenigen, die heute neu zu uns kommen, die asylsuchend sind, wir werden
in mittel- und langfristig sehen, dass eben eine nachhaltige Bildungspolitik sich natürlich auch bei diesen Menschen auszahlen wird. Und wir müssen die Weichen stellen. Und hier müssen wir auch ansetzen und weiter daran arbeiten. Auf dem Weg dorthin, das möchte ich aber noch mal betonen, haben wir viel geschafft. Als Berichterstatterin für die Begabtenförderung bin ich hier in besonderer Weise auch involviert. Die Begabtenförderwerke und Stiftungen machen sich hier mehr und mehr zur Aufgabe, auch junge Erwachsene aus weniger gut betuchten Familien die Möglichkeit eines Stipendiums zu geben. Jeder hat in Deutschland die Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu erhalten, ungeachtet seines sozialökonomischen Status. Nehmen wir exemplarisch das BMBF-Förderprogramm Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung. Wir werden zur kulturellen Bildung für Geflüchtete bald im Hohen Haus einen Antrag diskutieren. Derzeit profitieren davon 300.000 bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche. Eine Zwischenbegutachtung des Programms ergab, dass 92% der Bündnisse Kinder und Jugendliche erreichen, die ansonsten nicht an Angeboten der kulturellen Bildung teilgenommen hätten. Das BMBF hat nunmehr auch zusätzliche Angebote für junge Flüchtlinge im Programm. So können beispielsweise junge Menschen auch in meinem Wahlkreis im Emil-Schumacher-Museum Kraft der Kunst und Bilder kennenlernen und Kinder und Jugendliche werden in Workshops aktiv in kulturelle Bildung herangeführt. 2013 bis 2017 stellt der Bund insgesamt bis zu 230 Millionen Euro für das Programm bereit. On top werden im Rahmen von Kultur macht stark plus Maßnahmen der kulturellen Bildung für geflüchtete junge Erwachsene bis einschließlich 26 Jahren angeboten. Zum Ende meiner Rede möchte ich auch noch mal auf das Instrument des Anerkennungsgesetzes hinweisen. Auch da bin ich gemeinsam mit meinem Kollegen Diaby daran, die Bedingungen und die Möglichkeiten des Anerkennungsgesetzes weiter auszuschöpfen. Auch sie sind ein wichtiges Instrument, um das Ankommen für Menschen in unserem Land zu erleichtern. Und ich möchte abschließend sagen, dass wir bisher deutlich gemacht haben, dass Deutschland jedem diese Chancen geben will. Und wir werden trotz aller polarisierenden und populistischen, auch politischen Entwicklungen daran weiterarbeiten. Wir können eine Gesellschaft schaffen, in der es eben nicht zählt, ob man aus einem Akademikerhaushalt kommt oder nicht. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Karamba Diaby spricht.